Hier sind wir zurück bei Minecraft Big Business. Unter der ständigen Beobachtung und Begleitung der folgenden Personen. Mio ist dabei. Hallöchen. Und natürlich auch der Aronsul. Und beide sind gewillt, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Oder irgendwie sowas. Nee, das war anders. Ja, immer Du wolltest die Weltherrschaft. Richtig, ich bin ja auch kurz davor. Nur in deinem Traum, mein Lieber, nur in deinem Traum. Nee. Ah, zu viel Wasser. Du wünschtest, dass es nur in deinem Traum wäre. In meinem Traum? Nein. Doch, ich weiß, dass du davon träumst, dass die Weltherrschaft annehmen soll. Danke, aber. Du bist immer so zuvorkommend. Du bist so lieb, das gibt's gar nicht. Was denn? Jetzt ist er wieder selbstverliebt. Vorher war es süß. Was? Nix. Ich höre euch gerne zu, wenn ihr eure Liebesgespräche führt. Ja. Ist geil, ne? Ja. Ich weiß überhaupt nicht geil. Oh, doch. Und du weißt es. Wasser. Jetzt. Eventuell leite ich das Wasser hier runter und dann da runter. Oh mein Gott, ich bin ein Genie. Nein. Oh, doch. Und du weißt das. Nein. So. Ich muss Genie. Weiter an meine Baustelle. So ein Genie. Achso. Sag mal, wann war Halloween? 31. Oktober. Okay. Gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben, sonst hätte Aaron sein Kostüm schon vorher angezogen und das wäre ein bisschen verwirrend geworden auf der Arbeit. Nee, mir ist noch was eingefallen. Egal. Was? So, ich brauche... Aaron will sich als Boss verkleiden. Was ist denn los mit dir? Alles gut soweit. Und bei dir? Was ist denn los bei dir? Was ist denn los mit dir? Ich muss gleich anfangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich mal ein Gewächshaus baue. Und? Weißt du schon? Ja. Ja, und denken ist nicht meine Stärke. Ach so, okay. Aber okay. Das weißt du doch. Ich laufe irgendwie im Kreis, habe ich das Gefühl. Das Schlimmste ist, ich weiß nicht, wo es rausgeht. Das ist häufig so, Aaron. Ja, ist echt so. Okay. Und meine Spitzhacke ist bald kaputt. Und ich dann musst du dir eine neue bauen. Ich hab nichts mit. Ah ne, doch, Stickies habe ich mitgebracht. Ah, ich bin so gut. Bin ich. Sagt er. Meint er. Gut bin ich bin so gut. Meinte er und starb. Jetzt habe ich mir wieder keine Axt gebaut. Bin ich denn vom anderen Ufer oder was ist hier los? Das ist unglaublich. Das kommt auch manchmal vor. Oh, je, geh weg. Saftige grüne Wiesen. Aua. Was? Ich denke an saftige grüne Wiesen, während ich mein Feld hier abernte. Weil es genauso aussieht. Was denn? Ist ja nichts Schlimmes. Was ist denn los mit dir? Alles gut. Aaron, alles gut. Boah, ich lade euch mal ein zu einer Runde Weizentee. Ohne Scheiß. Weizenhanftee, der gute. Das kann man dann in der nächsten Folge machen. In dieser Folge komme ich ja noch nicht raus. Nee. Ich komme hier auch noch nicht raus. Irgendwann mal. Das muss ja nicht. Das muss ja erstmal fertig werden, hier, das Ganze. Irgendwo sehen wir uns bestimmt wieder. Und ich massiere dir den Rücken. Und du fragst: Was? Bitte mach weiter. Oder bitte hör nicht auf. Was hast du ihm gegeben zum Trinken? Ich hab gar nichts gemacht, warum bin ich immer an allem schuld? Irgendwann, ich geh weg. Du bist immer im direkten Umfeld, deswegen denkt das Aaron. Ja. Ich gehe aus deinem direkten Umfeld, dann denkt er es nicht mehr. Okay. Ja. Tschüss. Was? Nein. Oh Gott, meine Münzen, sie werden immer kleiner. Was ist los mit ihnen? Meine werden immer größer irgendwie. Ich hab einfach nur durchs reine Farmen jetzt einfach 300 Münzen, aber pff. Deine Frage, was habt ihr geraucht? Münzen können weder größer noch kleiner werden. Aber die Anzahl der Münzen kann größer und kleiner werden. Ja, aber... Wenn ich mich anstrenge, können auch die Münzen größer oder kleiner werden. Alter. Hast du das noch nie gemacht? Eine Münze auf eine Schiene gelegt, damit das so platt wird? Voll geil. Nein. So, hier habe ich Glas, das brauche ich. Brenn das mal Eisen im Nirvana. So, hier muss ich dann gleich nochmal hier und so, ne? Hat er jetzt kein Wasser mitgenommen? Ach, hier bin ich überall fertig, ey, das ist ja cool. Hier habe ich schon meine ganzen Sachen. Oh Gott, ich habe keinen Überblick mehr. Nein! Ich schon. Boah, ich bin voll den Durchblick. Ich habe voll den Durchblick.
Wie gesagt, alle werden bei euren LPs fragen, warum seid ihr nicht einfach auch so geil? Oh mein Gott. Gar nicht wahr. Stimmt, nee. Doch, genau so. Ihr wisst gar nicht, was hier los ist. Ihr wisst gar nicht, was hier los ist. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Nein. Ich bin keine Wirtschaftsmacht. Ich bin die Wirtschaft. Oh mein Gott. OMG. Ja. Ich hab immer noch keine Axt gebaut, wohlgemerkt. Okay. Das ist schon das dritte Mal, dass ich mich frage, wo ist meine Axt? So, jetzt habe ich die aber gebaut. Ich sollte einfach mal alles abbauen und mit hochschleppen, aber irgendwie laufe ich immer lieber die Treppen hoch und runter. Außerdem baue ich mir jetzt eine Waffe. Ich habe irgendwie Angst. Des Nachts. Nein! Kiestrick geht nicht mehr. Was geht nicht mehr? Der Kiestrick mit der Fackel. Doch, jetzt geht er. Der Kiestrick mit der Fackel? Ach so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Du viel Kies. Ich weiß nicht, was er meint. Ja, man kann eine Fackel drunter stellen und dann baut sich der Kies sozusagen von alleine ab. Wenn er runterfällt, der droppt er. Genau. Das ist auch, Kies, das ist auch Cheaten und dafür musst du leider eine Steuer zahlen, aber so geht's nicht. Ja, das stimmt. Wir müssen mit 0 Münzen was bezahlen. Keine Sorge, wir finden schon einen Weg, dass du deine Schulden begleichst. Wir finden einen Weg. In Naturalien. Oh. Ich hab's gewusst, die Sklaverei geht wieder los. Jetzt mach doch nichts. Mach du, nicht, du bist ja schon lange mein Sklave, jetzt beschwerst du dich. Psst. Ach ja, pst. Da war ja was, oder wie? Da war ja was. Nein, sollte niemand wissen. Was? So, jetzt müssen wir mal eben gleich schauen, was wir hier noch aus unserem Land machen können. Damit es so schön ist, wie ich mir das vorstelle. Möge er schön sein. In der dritten Form, nicht vergessen. Möge er das Land vor Scheinern! Was? Creeper? Ah, nee! Aaron Sohn versuchte in Lava zu schwimmen. Der wird heute noch sterben, ich nicht. Nein. Und er hatte wahrscheinlich alles dabei. Ist doch schön, Aaron. Echt, freu dich doch mal. Das Leben ist. Fuck. Das Leben kann so. Ich habe 2 Stacks Eisen mitgehabt. Ja, das. Wie viel? 2 Stacks. Das Leben kann so kurz sein. Du kannst aber Eisen bei mir kaufen, wenn du magst. Meine ganze Eisenausrüstung. Das hättest du mir auch schenken müssen. Das hättest du echt nicht, ganz ehrlich. Das hättest du nicht wegwerfen müssen. Warum hab ich die Textur so beschissen gemacht? Hier sehen Sie einen Mann am Rande der Verzweiflung. Ja. Das ist wirklich mal ein Mann am Rande der Verzweiflung. Your bed was missing or... Ja, leck mich doch. Mann. Er hasst nicht nur dein Leben, er hasst auch sein eigenes. Mann, säckig. Mann, Schlecke. So, 0 Ausrüstung, 0 Level, 0 Eisen. Das kommt vor, Aaron, sei nicht traurig. Komischerweise denke ich auch immer so, wenn ich einen Tag lang gezockt habe. Was? Ja, 0 irgendwas. 0 Erfahrung. 0 aufgeräumt. 0 Freunde. Oh. Es gibt noch andere Frische im Teich, ehrlich. Ich baue gerade mein Badezimmer. Ja, aber wie gesagt, du hättest uns das Eisen auch einfach schenken können. Das wäre einfacher gewesen. Jetzt hab ich noch 1 Stack Eisen, Mann. Nur noch 1 Stack, du armer Junge. Ich hab nicht mal einen halben, ey. So sieht's aus. Oh Mann, ich hab 3-6 Kohle geformt. Gottverdammte Scheiße. Dieses Thema wird ja auch noch die nächste Folge hier bei Minecraft Big Business. Ne? Beschäftigen, genau. Auch der Aaron wird noch die nächsten Folgen ein bisschen weinen. Aaron Depri. Aber keine Sorge, umso mehr der Aaron weint, umso besser. Richtig geht es dem Rest. Ja. Depri. Wie mies das einfach ist. Ich weiß, dass das mies ist. Aber was willst du tun, ne? Ja, das stimmt allerdings. Muss der Aaron sich wieder ins Taschentuch schneuzen. Ja, und solange das nur... Das macht, das sollte er nicht machen.
Wenn nämlich nur nicht. Ein Spitzhacke mit und das war's. Ich könnte euch Weizen und Brot verkaufen, und Mass. Ich weiß ja nicht, ob Weizen für dich interessant ist, Mio. Ja, ich hab gerade mein ganzes Brot verloren. Für deine Tierzucht? Gar nicht? Ich hab selber Weizen für meine Tierzucht angebaut. Ach so. Weißt du doch. Du denkst, du bist was Besseres. Du denkst, du kannst mehr Weizen farmen als ich, also. Du willst hier Competition, ja? Irgendwie nicht. Jo, dick abgezockt, Alter. Warum passiert mir sowas? Weil schlechten Menschen immer gut geht, Aaron. Und du bist kein schlechter Mensch. Siehste, da haben wir doch das Ergebnis. Ja. So, ich müsste einmal ganz kurz eben schnell mal eben ganz eben ins Bett. Warum hasst du mich die Welt? Ich leg mich schon mal hin. Ich komm mit. Die Welt hasst dich nicht, Aaron. Oh, sie hasst mich. Nein, Quatsch. So, ich leg mich auch mal eben hin. Was, ich hasse dich doch nicht, was? Du bist nicht die Welt, sonst wärst du ein bisschen dicker. Oh, Arsch. Liegen alle im Bett? Ich ja. Nein. Aaron, leg dich im Bett, der liegt da im Sarg. Okay. Ah! Oh, es ist Tag geworden. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Hihi. Aber left the game, achso. Was? Kam auch sehr spät jetzt. Ich kann nicht so schnell lesen. Achso. Okay. Tut mir leid. Du machst dich über meine Schwächen lustig. Ja. Du Arsch. Ach, das sind schon 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist doch schön. Ich brauche wieder ein bisschen. Also, ich könnte euch, Erde abkaufen und ich könnte euch Kies abkaufen. Und ich bin noch nicht fertig mit meiner Farm hier. Irgendwie habe ich die Karte geöffnet. Ich dachte gerade, hoch, was ist denn jetzt passiert? Also, ich könnte euch Kies abkaufen. Ich wiederhole nochmal: Kies. Aber wir tun nicht auf könnte. Nein. Aaron, verkauf doch Kies. Ja. Gut, dass das ist so gemein. Gut, ey, dass du das nochmal ansprichst. Warum denn? Der hat doch gerade alles verloren. Auch Kies. Ich hab übrigens den Kies geformt. Hey, aber das, was in deinem Dingen drin ist, ist doch noch in deinem Ding drin, oder nicht? Ja. In dem Shop. Oh, ich bin schon bei Bedrock. Ja, wenn es im Shop ist, dann kannst du es ja auch kaufen. Das ist ja nicht das Problem. Achso. Das, was ich gefarmt habe, ist weg. Das stimmt. Ja, also, dann kann er doch das im Shop kaufen. Ja. Wenn noch was im Shop drin ist, dann kann er es kaufen. Ich könnte ja, das machen. Ja, das sollte noch im Shop drin sein. Das hatte ich ja gesehen. Wollen wir nochmal sagen, dass das drin ist im Shop, oder? Ja. Sag das doch nochmal. Im Shop. Ja, gut, danke. So, schon wieder runterlaufen die ganzen Treppen, um zu schauen, was ich da jetzt noch habe. Sollte auch mal wieder Wolle farmen und ein bisschen essen und so und alles einfach. Oh mein Gott, ich habe gerade 400, ich habe gleich 400 Münzen. Einfach nur durch meine Erfarmungen. OMG. Ja, Mann. Auf jeden Fall OMG. Und MLG auch. Was, like a genius? Ja, auch das. Brauche ich auch nicht mehr zu meinen Deathpoints, okay, weil er verbrannt ist. Like a genital, yay. Schafe, ich brauche Schafe. Schafe kann ich dir verkaufen. Haha, der war gut. Ja, ne? Ich muss mein Häusle ein bisschen weiter bauen. Das braucht viel Arbeit, viel Zeit. Oh, viel da Erfolg. Kamen wieder die Steuern, aber naja. Steuern. Hör auf. Bam, bam, bam. Die Steuer schlägt in dein Gesicht? Hast du gar keine Kohle mehr jetzt, oder was? Doch, hab trotzdem, wir haben so wenig. Ach, Quatsch. Ich hätte jetzt so viel. Du lügst doch. Kann ja nicht jeder so viel haben wie Ostra. Oh mein Gott. Oh mein, du. Oh, gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich wollte es nicht sagen, aber. Boah. Alter. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja, eigentlich. Ja, es stimmt. Was soll ich jetzt lügen, ne? Okay. Oh mein Gott. Okay.
Ich konnte es jetzt nicht sagen, aber ja. Genau das, Aaron. Genau das. Wieso kann man nicht ausstellen, wenn man stirbt, dass man sein Inventar trotzdem behält? Mann. Nein, weil wir hier fair spielen. Und das wäre ja nicht fair. Tun wir das? Also ich habe von Anfang an fair gespielt. Hat jemand Eichenholz? Ich hab Eichenholz. Ich hab selber noch Eichenholz. Hat sich erledigt. Ich war nur zu faul zu gucken. Hey. 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 Ja. Ich kann ja wohl mal eure Träume ein bisschen zerstören, oder? Hackstücke, sie mit Füßen treten, Salz drauf streuen. Ja. Ja, so ist er, der Oster. Was ist denn hier los? Hier ist irgendwas faul. Moment mal. Da ist auch irgendwas faul. Ich muss hier mal eben das Wasser stoppen. Irgendwas ist hier. Ja, Baufehler. Faul. So, da geht's da runter. Da Baufehler. Da runter. Lecker, Baufehler. Da runter. Baufehler, Baufehler. Aaron. Wir wollen hier niemanden dein Leid aneignen. Echt? Frechheit. Viele geile Baufehler. Nee, ich hab keine Baufehler. Alles gut. Nein. War nur komisch. Aber komisch ist erlaube ich. Komisch ist erlaubt. So, mein heißgeliebter Freund Lava ist wieder da. Ja? Und Diamanten! So, ich werde auch sterben, wenn ich dort bin, das sehe ich schon kommen. Sterb nicht zu früh, Aaron, du bist noch jung. Ich frage mich, warum das Wasser da so hoch ist. Und da, egal. Das, was ich jetzt machen werde, ist, die sämtliche Lava in ganz Minecraft zu verbannen. Bam, 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 bam. Brauche ich aber viel Cobblestone. Bam, bam, bam. Hast du auch verstanden, dass er Lava verbannt? Ja. Verbannen okay. Will. Flashband Lava. Ich weiß nicht, warum das da so überschwappt. Das sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht doch ein Baufehler, wer weiß das schon. Aber nochmal. Da habe ich das Wasser an der richtigen Stelle gestoppt. Diamanten. Unfair, unverschämt vor allen Dingen. Unfair, unfair. Ich bin gerade gestorben, tut mir leid, ich hab 2 Stacks Eisen verloren, Mann. Ja. Jetzt könnt ihr mir das nicht mal. Ah, hier war ein Loch. Aaron, du weißt doch, hier wird niemandem irgendwas gegönnt. Das ist richtig. Oh, ich hab noch 3 Erde, perfekt. Wie viel zum Thema Fairplay? Wieso ist doch fair? Alter. Was hat denn Fairplay mit Gönnen zu tun oder nicht gönnen? Ich gönn's dir einfach nicht, was ist das Problem? Hier ist schon kommen, um den Creeper gleich stehen, wenn ich rauskomme. Ich hoff's einfach, bitte. Ah, jetzt sieht es doch anschaulicher aus. Naja. Ah, oh, ist das so anstrengend. Plus minus halt, aber wie es halt aussieht. Ich such dich gleich mal. Nicht jetzt? Ja. Dann mach mal. Oder jetzt nicht. Doch, oder aber erst in der nächsten Folge. Ich habe schon wieder ganz die Zeit vergessen, während ich hier meine Planwirtschaft weiter geplant habe. Würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier bei schon Minecraft wieder? Big Business. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.